Wir von Kibometer wollen heute mal schauen, wie es um die Stadthalle von Kirchheimbodenlanden steht, die gerade im Bau ist. Jetzt sind wir hier auf der Baustelle. Ich treffe mich gleich mit der Frau Stefan, der Stadthallenmanagerin, und die wird uns noch ein paar Details erläutern. Frau Stefan, ich bin total begeistert. Die Halle sieht schon so fertig aus. Ich glaube trotzdem, dass ich heute Abend noch keine Veranstaltung machen kann. Aber wann wird sie denn fertig? Also heute Abend wird es leider noch nichts. Allerdings wird sie Anfang September fertig sein. Sie sehen ja auch, in den letzten Wochen ist hier wahnsinnig viel passiert. Der Parkettboden wurde gelegt, abgeschliffen. Die Wände wurden mit den Akustikplatten verkleidet. Es ist wahnsinnig viel passiert hier drin. Auch die Szenefläche, wie man sieht, die ist im Bau fast schon fertig. Ein paar Kabel hängen noch raus. Alles in allem, ist denn schon die erste Veranstaltung geplant? Ja, auch die erste Veranstaltung ist schon geplant. Und zwar wird am 15. September der Herr Wasser hier in der neuen Stadthalle ein Orchesterkonzert geben mit der Kammerphilharmonie aus Köln. Genau, da freuen wir uns auch alle schon wahnsinnig drauf. Das klingt auch sehr, sehr schön. Als erste Veranstaltung gleich ein Konzert. Ist das öffentlich für alle als Eröffnungsveranstaltung auch, oder wird es da noch mal was Eigenes geben? Das Konzert ist natürlich für alle, ganz logisch. Darf jeder kommen, der gerne möchte. Allerdings gilt es nicht als die offizielle Eröffnungsfeier. Die wird dann im Oktober stattfinden. Und zwar wird es ein Eröffnungswochenende geben vom 25. bis zum 27. Oktober. Okay. An dem Wochenende ist sie dann geöffnet für alle, frei zugänglich, oder wird es spezielle Einladungen geben, also im geschlossenen Kreis? Also es wird für den Freitag, für den wirklich offiziellen Teil, werden natürlich Einladungen versendet. Allerdings wird der Samstag und der Sonntag für die komplette Bevölkerung frei zugänglich sein. Und es wird einfach eine bunte Veranstaltung, bei der sich auch die ansässigen Vereine präsentieren können. Bei dem Konzert, da stellt sich natürlich auch gleich die Frage, wie viele passen denn dann da rein in die Halle? In den großen Saal passen unbestuhlt 800 Personen rein, also wenn sie stehen. Okay. Und dann variiert die Personenanzahl natürlich je nach Bestuhlungsart. Mhm. Fängt dann an bei Bestuhlung mit Tischen von 200 Personen bis zu 460 Personen in Stuhlreihen. Das ist relativ viel. Das sollte für Kirchheimbodenlanden ausreichend sein. Wir hoffen es doch. Hoffen wir doch. Sie haben gerade vom großen Saal gesprochen, das heißt, es gibt mehrere Veranstaltungsräume hier in der Halle? In der Halle selbst gibt es den großen Saal, draußen das Foyer mit der wunderschönen Glasfront, die das Foyer natürlich auch sehr hell erstrahlen lässt. Das schauen wir uns später auf jeden Fall noch an. Ja, das gerne. Dann gibt es natürlich hier in der Stadthalle selbst noch verschiedene Räume, verschiedene Lagerräume. Es gibt Künstlergarderoben, die darauf ausgerichtet sind, dass die Künstler sich dort drin vorbereiten und auch nachbereiten. So zum Beispiel ist dort auch eine Dusche integriert. Okay. Soweit eigentlich für alles gesorgt. Genau. Sehr schön. Ja, Konzert ist schon geplant, das haben wir gehört. Wie ist es denn an anderen Veranstaltungen? Was dürfen wir denn hier machen? Was ist denn geplant, was hier gemacht wird? Gut, also es ist natürlich eine sehr, sehr breite Palette, um natürlich auch sehr viele Bedürfnisse zu befriedigen, sage ich einfach mal so. Es ist von Kultur über Kabarett, über Konzerte, dann natürlich auch private Veranstaltungen zum einen, zum anderen aber natürlich auch Firmenveranstaltungen, Seminare, Schulungen, Jubiläen. Das heißt, das ist ziemlich breit gefächert. Sie haben also jetzt keinen Bereich, wo Sie ablehnen würden, wo Sie sagen, das wollen wir in dieser Halle nicht. An sich sind da natürlich keine Grenzen gesetzt, was natürlich für die Halle nicht so optimal ist. Es sind sportliche Veranstaltungen, gerade wenn es um Fußballtraining oder Ähnliches geht. Also sportliche Veranstaltungen eher weniger. Im Tanzbereich ja, allerdings. Da ist der Parkettboden ja auch genau gemacht. Ja, richtig. Sehr schön. Sie haben gerade Seminare angesprochen. Da interessiert mich das jetzt direkt. Wir haben hier wunderschöne große Fenster zum Süden hin. Wäre das nicht ein bisschen schwierig mit dem Lichteinfall? Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Halle zu verdunkeln. Zum einen haben wir natürlich Sonnenjalousien an den großen Fenstern, die sich außen herablassen. Okay. Und zum anderen wird es hier an der kahlen weißen Wand im Moment noch einen Verdunklungsvorhang geben, den man vor die Fensterfront schieben kann und somit auch. Damit wird die ganze Halle also wirklich verdunkelt. Richtig. Super. Wie ist es allgemein noch mit Technik? Man braucht ja Beamer, Beleuchtungen, Mikrofonanlage. Ist das alles schon vorgesehen oder müsste man das mitbringen?
Nein, muss man nicht mitbringen, außer man hat noch spezielle Wünsche. Das darf man dann natürlich auch gerne ergänzen. Mhm. Es wird einen Beamer geben, der oben an der Decke auch fest installiert sein wird. Okay. Es wird eine Leinwand geben, die auch mit einem Zug an der Bühnentechnik herabgelassen werden kann. Mhm. Ja, und ansonsten wird es natürlich Licht und Ton, eine Beschallungsanlage. Also eigentlich geben. Alles schon vor Ort, braucht man eigentlich gar nichts mehr mitnehmen. Richtig. Direkt bezugsfertig. Super. Das Foyer, das ist so groß und hat so wunderschöne Fenster, kann man das alleine auch schon als Raum mieten? Selbstverständlich kann man das Foyer auch alleine nutzen, als separaten Raum. Allerdings ist das nur möglich, wenn der große Saal nicht in Gebrauch ist, sozusagen. Das Foyer ist sehr großzügig und sehr hell, hat wunderschöne Flügeltüren, 5 Stück, die direkt nach draußen in den Außenbereich reichen. Mhm. Dementsprechend eignet es sich hervorragend für Stehempfänge. Mhm. Ja. Wenn Sie gerade schon draußen die Außenanlagen ansprechen, da wird ja noch einiges getan. Man sieht dann doch noch so den einen oder anderen Kieshaufen, der dann dort ist. Was wird dort noch alles passieren und bis wann kann man da rechnen, dass es fertig ist? Ja, also draußen passiert natürlich im Moment einiges und muss auch noch einiges passieren. Sie haben die Erdhaufen angesprochen. Das liegt natürlich daran, dass verschiedene Gräben ausgebaggert werden, Wasserleitungen verlegt werden und ans Wassernetz angeschlossen werden. Und natürlich wird es insgesamt um die Stadthalle eine sehr, sehr schöne Grünfläche geben. Und auch im Zuge der Orangerie wird es natürlich eine wunderschöne Terrasse mit einem Küchengarten geben. Das hört sich gut an. Wo Sie gerade die Orangerie ansprechen, deren Fertigstellung wird, glaube ich, noch eine ganze Weile dauern. Gibt es denn aber schon ein paar Visionen, was man da machen möchte mit? Für die Orangerie gibt es natürlich selbstverständlich schon Visionen. Mhm. Sie sehen ja auch, gerade wird da einiges getan. Es ist geplant, dort einen gastronomischen Betrieb hineinzusetzen. Und des Weiteren wird es auch noch einen kleineren Veranstaltungsraum geben, der dann gerade auch für kleinere private Feiern, Ausstellungen und solche Veranstaltungen gebucht werden kann. Das heißt, die Orangerie wird auch mit der Stadthalle im Endeffekt, wenn alles fertig ist, ein Komplex werden. Das wird also damit dazugehören und auch dieser Raum mit hier buchbar sein. Ja, genau, richtig. Mhm. Es gibt ja vorne am Haupteingang auch die Verbindung direkt zu diesem kleineren Veranstaltungsraum. Mhm. Das heißt, man geht eigentlich den Haupteingang rein, rechts in den kleinen Veranstaltungsraum und links in die Stadthalle. Ach super, dann ist das wirklich so komplett integriert. Genau. Sie haben außen bei der Anlage noch angesprochen, dass viele Löcher gebuddelt werden, Rohre verlegt werden für Heizung und Ähnliches. Da haben wir technisch natürlich jetzt auch noch ein paar Fragen. Aber ich glaube, da haben Sie den Herrn Münch für uns gefragt, ob er das nicht mit beantworten möchte. Herr Stephan, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Dann darf ich mich an der Stelle schon mal von Ihnen verabschieden. Schau mal, ob ich den Herrn Münch finde, dass er mir noch ein bisschen was erzählen kann, wie das mit der Technik hier so läuft. Und wünsche einfach viel Erfolg mit der Stadthalle, dass sie gut gebucht wird. Vielen Dank, Herr Braun. Gerne. Wiedersehen. Herr Münch, hallo. Hallo. Ich habe Sie hier unter dem Dach gefunden. Ziemlich warm hier oben. Haben Sie die ganze Technik hier oben untergebracht oder nein. Ist das verteilt? Hier oben ist nur die Zu- und Abluft der innenliegenden Räume. Dann haben wir noch eine größere Anlage, die befindet sich im Keller. Das ist die für die Halle selbst. Die ist etwas größer. Gibt es irgendwie eine Besonderheit jetzt hier in der Halle, was Technik angeht? Insbesondere, man spricht ja immer so von Energiegewinnung heutzutage. Ist da ein bisschen was vorgesehen für die Zukunft? Also wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, das sind Dünnschichtmodule, die sind aufgeklebt und die ist bis 27 kW ausgelegt. Okay, wie ist es mit Heizung? Heizanlage? Heizung haben wir eine Fernwärmeleitung, okay. Und zwar ist sie über ein Blockheizkraftwerk der Kreisverwaltung gespeist. Also wir werden über die Kreisverwaltung versorgt mit Wärme. Okay, soviel zur Energiegewinnung hier. Wie ist es mit Brandtechnik? Das sind wir auch auf dem neuesten Stand, nehme ich an. Wir haben eine Brandmeldeanlage mit Rauchmeldern und Streckenmeldern in der Halle. Das heißt, es ist Infrarotmelder in der Halle und diese Anlage geht direkt zur Feuerwehr. Okay, wird also direkt automatisch gemeldet. Die wird automatisch gemeldet. Ich habe mit Frau Stephan gesprochen, die habe ich getroffen unten. Da ist soweit, was Inneneinrichtung geht, alles soweit im Zeitplan. Es soll ja bald fertig werden. Ist das mit der Technik auch so? Kommen Sie mit? Ja, mit der Technik sind wir auch im Zeitplan. Es ist so, noch viele Kleinigkeiten sind schon noch zu machen. Einstellmöglichkeiten können wir aber dann erst machen, wenn die Abnahmen all stattgefunden haben und wenn so der erste Betrieb mal läuft, für die Feinheiten einzustellen. Sind Sie auf jeden Fall rechtzeitig auch fertig? Ich sag ja. Sehr schön. Dann bedanke ich mich mal fürs Gespräch. Ich denke, es ist schon ein bisschen rumgekommen, wie weit wir hier sind.
hoffe natürlich, dass es bald losgeht, dass es reich frequentiert wird, die Halle. Und ja, ich mache mich wieder nach unten. Es ist einfach sehr warm hier. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss.